Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zelda 2. In der letzten Folge haben wir Leias Splitterdimension, Leias Geschichte erledigt, wo wir in einer Splitterdimension reingehen wollten. Ja, genau so war das. Und jetzt sind wir hier in Nyakera und hier wartet noch eine weitere Charaktermission. Und ich nehme mal sehr stark an, dass es die von Mila ist, weil es sogar hier in Milas Haus ist, also wo sie im Dings gewohnt hat, jedenfalls in der Splitterdimension. Und ja. Ich möchte mal kurz noch hier abchecken, und zwar bei Spezial. Ich kann nämlich auch einen schönen Stab für Leia erstellen. Dafür bräuchte ich nur ihr das Zeug. Direkt ausrüsten, natürlich. Okay. Detonator können wir auch erstellen. Brauche ich Riesenmuscheln alles. Okay. Ja, die Stärke, sehr schön. Warum nicht? Okay, dann war's das, glaube ich. Ja, die Monster, die mir noch gefehlt haben, habe ich jetzt nicht geplättet. Ach ja, mein Katz ist zurückgekehrt. Okay, ich was Schönes. Superheldengürtel. Okay. Hasenpuppe, brauchte ich die nicht? Warte mal, Hasenpuppe. Okay, sehr schön. Bei Erwachsenen begehrt als bei Kindern. Brauchte ich die nicht für... Elise, Quest, weiß nicht, in beiden. Wo bist du? Mighty Morphin Ludger Ranger. Was? Okay, dann schicken wir mal. Weiß ich nicht. Erstmal die ganzen Städte, warum nicht? Nyakera, wir sind in Nyakera, geh nach Nyakera. Obwohl ich mich doch irgendwo hinschicken, wo noch. Hier fehlt noch eine Katze, aber ich glaube, die muss man so finden, ne? Geh mal nach Schelden, da bin ich immer auf. So, dann. Jetzt ab zu Milas Haus? Fragezeichen. So. Milas Geschichte fortsetzen. Was heißt denn fortsetzen? Anfangen. Mila, Kapitel 1, Milas Suppe. Okay. Hey, I've seen this place before. But it's not really mine, is it? Oh, Lady Mila, you've returned. I never dreamed I'd be so blessed as to lay eyes upon you again. Excuse me? If I may be so bold, when did you return from the spirit realm? Actually, I can explain. Oh, I just remembered. Huh? You have to make me more soup. I can't. I don't have my ingredients or utensils. Lady Mila, if I might venture a suggestion, you could make use of my kitchen. Really? Of course. I would be most honored. Huh. Very well. Just for a little bit. No little bit about it. I want to eat a lot. Aber jetzt ein bisschen Tomaten rein. Auch bestimmt. That was tasty. You weren't kidding about eating a lot. That's only because your cooking is so good. It's true. What are you smiling at? Didn't you think it was good? Ist ja köstlich. Wenn du dich etwas mehr anstrengen könntest, wenn du dich etwas mehr anstrengst, könnte es noch viel besser sein. Was? Es war köstlich. See? Come on, that's enough. I really like your cooking too. It's good comfort food. Of course, my daddy still makes the number one best soup though. Aber es gönnt Tomaten rein. Second best? No, no. Luger makes the second best soup. You're a solid third. I rank after him? I don't believe it. Mila. You'd believe it if you tried his soup. The hell I would. I could make a much better soup if I put my mind to it. Really? What kind? The best kind. Better than anything your daddy could make. That's impossible. Is not. My daddy's the best cook who ever lived. He can't compete with the Lord of Spirits. Then shut up and prove it.
Let's go, Rolo. Oh, you better believe I'll prove it. Hey, Mr. Second Best. You'll be helping me with this. Ja, ist ja gut. Moment mal, du musst... Ich lege mich lieber nicht mit dir an, ne? Sie ist gerade sehr angepisst, habe ich das Gefühl. Ja, habe ich das auch. Figure it out together. You can cook? A little. Not as well as you, though. Oh, okay. Well, thanks. Das ging schnell. Was? Was habe ich jetzt? Was? Objekt wäre plus. Okay. Ach, jetzt kann ich noch mehr im Auto-Objekt hier aktivieren, nehme ich an. Okay, das hat so um die Hälfte gefüllt. Nicht schlecht. So, jetzt müsste ich eigentlich mit der Story weitermachen, aber ich habe noch so viele Quests. Und ich habe jetzt nicht diese verdammten Dinger fertig gemacht hier. Ja, toll. Okay, das heißt dann. Dann suchen wir mal ein paar Katzen. Warum nicht? Wir machen irgendwelche anderen Sachen. Was können wir denn hier noch machen? Ja, die müssen wir erledigen. Total an Kluft. Ah, ich wollte mal so viele. Kronfern habe ich, glaube ich, nicht. Kitty Cat hat. Ach, das sind die Katzensichtungen, nicht Idiot. So, dann suchen wir die jetzt mal. Und diesmal finden wir sie auch. Auch etwas weißes. Hey, hey, dafür bekomme ich irgendwas Schönes. Geist stärker, okay. Oh, stimmt. Oh, Mann, ich kann auch Elite Monster versuchen zu erledigen. Moralsam. Vielleicht sind die ja nicht so stark. Erstmal die Katzen. So. Wo genau überhaupt? Na. Ja, da wird wieder spannend. Brutzels Halsband. Ist ja gut, Stromteilwiese. Wo war die nochmal? Tertalian-Kluft. Bermia-Schlucht. Mein Gott, die muss ich noch alle erkunden. Thalys-Höhlenstraße. Warte mal, Thalys-Höhlenstraße. War nicht in Dingens? Nö. Hier. Ach da, mein Gott, da muss ich noch alles erkunden. Gehen wir mal zur Tertalian-Kluft, weil da war ich schon mal. Warte mal, Gruppe. Mila. Jude, Elise. Ja, ja. Perfekt. Dann gehen wir mal zur Tertalian-Kluft. Will man jetzt nicht kämpfen? So, hier war ich oft drin schon zum Trainieren. What an effective idea. Leave it to the privileged to find a way to make their lives even easier. What? Anyone can post a job request? Why didn't you say anything sooner? Ich bin sattrunk. Ich bin da die ganze Zeit immer vorbeigelaufen und bin überhaupt nicht geöffnet. Hab ich die ganze Zeit gefragt, was zum Teufel ist da drin? Wer weiß, im Dingens? Oh, da ist eine Katze. Sag mir nicht. Kieselchen. Okay, das war nicht die Katze, die ich suchen musste, glaube ich. Okay, das ging schnell. Mein Gott, die habe ich die ganze Zeit übersehen. Na gut. Hoffentlich ist die eine auch so auffällig zu finden. Did you expect any less from me? Ach, du hast wahrscheinlich jetzt 50% Sachen gelernt, ne? Wenn ich wie im Sapstraff-Höhlenwald irgendwie auch wieder so ein Extra-Tor oder so finde, dann wird sich das bestimmt lohnen, ne? Wer weiß, was ich hier finde. Voll die geilen Schätze wahrscheinlich. Naja. Hätte ruhig ein bisschen länger dauern können. Ich weiß nicht, wie ich den Part nennen soll. Ob ich den jetzt... Keine Ahnung, Milas Geschichte? Ja, Milas Geschichte auf jeden Fall nenne. Oder Katzenjagd. Irgendwie sowas. Oh, diese Typen sind eine Bitch zu bekämpfen, ey.
graben sich die ganze Zeit in den Boden, Alter, so richtig nervig. Oder so ein Ausrufezeichen Gegner. Könnte sich lohnen. Na komm her, wo bist du? Ach ja, die rennen ja weg. Ah. Ja, sie ist ja weg. Mm-hmm. Leckt mich doch fett. Das Spiel verbindet sich irgendwie gegen mich. So, Kätzchen, wo bist du? Na? Komm zu Papa Ludka. Lederstiefel, oh geil. Die rennen alle weg. Verdammt, wäre ich mal so vor ihnen reingerannt. Mit Karacho. Mal da, wollte schon sagen, dass irgendwie verdächtig hier. Okay, das werden wir schon alles. Ich muss das ja irgendwann mal alles on-screen hier erkunden, deswegen ist das ein bisschen blöd. Mit den ganzen Beutegegenständen und so was alles hier finden. Man braucht ja alle hier für Quests und so. Bei allen möglichen Mist. Ja, da lernen. Das gucken wir uns alles später an. Ja. Ich sitze ja gerade wie so ein Pascha. Schön die Beine hochgelegt und so. Deswegen fühle ich also meine Beine nicht mehr. Ja, was? Verdammt. Ich dachte ich jetzt. Wahrscheinlich ganz tief drinne, ne? Ich darf den ganzen Weg reinlaufen. Dafür muss ich aber auch noch Gegner erledigen. Das ist auch nervig. So, hier die rechte Seite war ich noch nicht. Da gibt ja auch hier so Titel irgendwie so was für, oh, das waren 30. Sehr viele Fertigkeiten. I approve of this. Brauchst du gar nicht kämpfen in diesem Spiel. Du kannst ja locker so eine Level 1 Challenge oder so machen. Halt richtig? Jo. Ja. Gleich wartet hier irgendwie diese Teufelsbestie so aus dem ersten Teil, macht mich fertig. Oh, da ist eine Truhe, die sehe ich von hier aus. Was? Mein heiliger Trank. Ah. Verwirrt. Hatte ich letztens erst ein Level Up? Die sind schon wieder kurz vorm Level Up. Ja, okay, wegen dem Boss letztens, aber trotzdem. Also übertrieben, Mann. So, zack. Hey, da ist noch was. Da ist nix. Ma. Ist auf, wenn so aufzuschluss. Das hört man richtig mies in der Aufnahme. Was also. Kommt immer so ein verdammtes Frequenzgeräusch. Boah, also das kann ich echt nicht ab. Und ihr ganz bestimmt auch nicht. So. Ich weiß, das ist übergeil spannend und so. Aber naja. Zack. Ma. Ich hab so viele Sachen schon eingesammelt. Ich habe immer alles voll. Ja, das sieht auch verdächtig aus. Wie erst, wenn das hier ist. Aber ich dachte, ich habe nichts zu sehen. Deswegen dachte ich. Noch eine Fertigkeit. Aber das wird gleich sehr schön aussehen. Was richtig blöd wäre, wenn ich irgendwie nicht schon vorbeigelaufen wäre, das wäre richtig, oh nee, richtig blöd. Noch eine Fertigkeit erlernt. Ich meine, ich suche eigentlich hier schon gründlich. Ich hoffe wirklich, ich habe noch nicht viel verpasst. Glaube ich einfach nicht. Wäre richtig mies, wenn die irgendwo hier versteckt wäre, ne? Ja, geht da noch weiter, ja, geht noch sehr viel weiter, ne? Ja, mein Gott. Na. Na. Oh, hallöchen. Den habe ich, den kenne ich nicht.
Okay, ist aber nichts. Verdammt. Ja, werde ich nur die erreichen. Ich wollte eigentlich alle Katzen heute abstauben, die da noch sind, aber nein. Können wir in der nächsten Folge alle abstauben, habe ich so das Gefühl. Ah. Blöd, ich habe sowieso jetzt immer noch 20 Minuten. Im Moment schaffe ich nicht mehr hochzuladen. Deswegen. Da ist sie. Okay, mehr kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Komm her, du. Komm da. Da werde ich aber noch den Rest hier auch noch erkunden. Vielleicht ist ja noch irgendwas da drin. Na, Tonja. Tonja, Halsband. Sehr schön. Wir haben was gemacht. So, jetzt gehe ich noch bis ganz tief rein und dann kommt irgendein Boss und plättet mich und ich bin tot. Kann er nochmal machen. Das wäre geil. Nee, wäre scheiße, aber wird so richtig gut kommen jetzt. Ah. Ma. So. Er geht doch als aufgesammelt, wenn ich die aufnehme, auch wenn ich schon voll habe, oder? Weil wenn, dann mache ich die ganze Zeit was falsch. Runder Strohhut ist schon alt. Ich habe schon viel bessere Sachen. So, wie sieht es mit meiner Katze eigentlich aus? Oh, die kommt jetzt sofort wieder. Perfekt. Jetzt müsste er nur so auf den Knopf auf seinen Gürtel drücken. So. Händchen! Ludgerman! Ja, kreativer bin ich nicht. Ja, verdammt! Geh nochmal rein. Ich hoffe, das macht auch so einen richtigen Unterschied hier. Also, wie viele Katzen ich habe. Hat ich auch irgendwas bekommen. Olympionischer Schatzjäger. Schatzsucher. Ja, das wird schon richtig sein. Es war richtig. Ihr könnt es nicht beweisen, auch wenn ich es auch wieder aufgezeichnet habe. Dann reicht das gerade mal noch hier den Rest hier zu erkunden und die Quests abzugeben. Ich speichere einfach mal, weil wer weiß, was passiert. Surprise Bosskampf. Ich bringe euch um. Oder vielleicht finde ich ja irgendwie eine Splinterdimension einfach so, die ja irgendwie so rumliegt. Und kann da reingehen. Ja, und die Fertigkeiten, die kann ich gleich auch nochmal nachgucken. So. Zack. Ah, viel gelernt. Sehr viel haben wir gelernt. Das ist eine Truhe. Weder ist nichts Wichtiges drin. War ich mir bis zuletzt auf. Ach ja, das war ja ein bisschen blöd. Ey, wir hätten so ruhig irgendwie so 100 reinpacken können oder so. So einmalige. Da hat er mal gewonnen. 5500, geil, yay. Wie sieht es eigentlich aus? 62.000. Dann raus hier. Nach, weiß ich nicht. Aber so. Ich bin verwirrt hier in der Kehrer. Gehen wir die Dinge hier ab. Und haben wieder nichts erreicht, mehr oder weniger. Ich könnte die alle abgeben, ey. Da kotzt mich an. Ich habe, wie viel ich noch brauche. So, wie sieht es denn hier jetzt aus? Wow. Boah. Kann ich mir auch nie im Leben merken. Deswegen habe ich auch weggedrückt. So, warte mal, ja, alles. Du brauchst, glaube ich, nichts Neues, ne? Durchbohren. Normalangriff mit Doppelpistolen durchbohren, Gegner. Yep. So, du hattest hier Ausdauer. Ja. Sehr schön.
Noch mehr als du, glaube ich. Not. Oder auch nicht. So. Splinter. Freie Bewegungsgeschwindigkeit wird 0,5 Sekunden nach Beginn der Bewegung um 30% erhöht. Ja, warum nicht? Was noch? Schaltungsverlängerung, yo. Gut. So, Elise. Keine Ahnung, neue Zuversicht, nach einer erfolgreichen, nein. Ja, Überschreitungsverlängerung. Im verbundenen, ja. Und. Na, reicht. So, Elvin. Dauer kritisch. Verdammt! Oder Verwirrungsschlag. Ja. Das wäre gut in Verbindung mit Mila hier. Wasserschutz. Zauberschutz. Warte nicht. So. Reicht. Und Beweglichkeit. Und. Jo. Zauberkombo. Nee. TP-Kombo-Hilfe, das könnte vielleicht nett sein. So, sehr schön. Sieht so arztmäßig aus. Oh, nicht viel. Also neuer strafender Blitz, Gewitterschutz, Außenseiter und so weiter und so fort. So. Das dauert hier noch ein bisschen. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, wir finden hoffentlich in der nächsten Folge die restlichen Katzen, auch wenn das wird lange dauern. Ja. Die muss ich noch alle erkunden, verdammt. Egal, wir haben ja schon irgendwie geschaffen. Ich würde dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zelda 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.